Dramatik pur. Altötting unterliegt Burghausen nach 8-Tore-Comeback. Der SV Wacker Burghausen kann sich nach einer hochspannenden Schlussphase gegen den Rivalen TV Altötting mit 22:21 durchsetzen. Für den TVA ist es die erste Niederlage der Saison. Der SV Wacker ist dagegen neuer Tabellenführer. Einen Tag vor dem Spiel erreichte die Mannschaft von Trainer Markus Böhner eine Hiobsbotschaft. Kreisläufer Tobias Huber von Altötting verletzte sich im Abschlusstraining schwer und wird dem TVA mit Verdacht auf Meniskus und Innenbandriss im Knie längere Zeit fehlen. So mussten die Hausherren umdisponieren. Rückraum Stefan Backen rückte Deckung auf die Position des Abwehrchefs, konnte aber die hohen Erwartungen zu keiner Zeit erfüllen. Besonders der agile Rainer Biedersberger nutzte dabei die Schwächen in der TVA-Verteidigung eiskalt aus und schloss dreimal in der Anfangsphase erfolgreich über den zu passiven Mittelblock ab. Bereits zu diesem Zeitpunkt verwandelten über 600 Zuschauern aus beiden Lagern die Halle in ein Tollhaus. Die Ränge waren bis zum Anschlag gefüllt, die Stimmung war für ein Derby mit rivalisierenden Fangesängen sehr eindrucksvoll. Vielleicht ein bisschen zu eindrucksvoll. Altötting hat sehr nervös begonnen, konstatierte SVW-Coach Oliver Nagel. Offensiv wirkte der TVA fahrig, das Spiel war von vielen Unsicherheiten geprägt. Die Altöttinger brachten kaum Spielfluss zustande. Absprachen und Spielstrategie wurden kaum eingehalten, das hat es zusätzlich schwer gemacht, so Böhner. Schafften es die Hausherren dann einmal, sich gegen den gut agierenden Wacker-Verbund Chancen zu erarbeiten, scheiterten sie oft an Torwart Josef Hausner. Der SV Wacker hingegen agierte sehr effizient und nutzte die sich bietenden Chancen hochprozentig aus. Die Altöttinger Torhüter waren in der ersten Halbzeit kein Faktor. Wir waren in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft, sagte Nagel richtigerweise. Altötting war zu sehr mit sich selbst und den Schiedsrichtern beschäftigt und entnervte sich dadurch mit zunehmender Spieldauer selbst. Ich habe das Kollektiv vermisst, jeder hat für sich alleine gearbeitet und gekämpft, befand TVA-Co-Trainer Niederhausen. Altötting strauchelte, Burghausen spielte souverän und holte sich beim Stand von 9:6 die erste 3-Tore-Führung im Spiel. Aufgrund der prekären Kreisläufersituation musste Ex-Kreisläufer Böhner selbst eingreifen, die erhoffte Trendwende konnte er damit aber nicht einleiten. Altötting strauchelte weiterhin, vergab Chancen und hatte viel zu viele technische Fehler zu beklagen. Burghausen hingegen spielte angeführt vom starken Nezat Bekric fast fehlerfrei und konnte zum Halbzeitstand eine komfortable 12:8-Führung herausarbeiten. Böhner wählte deutliche Worte in der Halbzeitpause und sah sich bereits zu diesem Zeitpunkt genötigt, das Risiko zu erhöhen. Zum Wiederanpfiff stellten die Hausherren auf eine offensive 4-2-Variante um und nahmen somit die Burghauser Hauptdarsteller Bickrich und Biedersberger aus dem Spiel. Wir haben einige Minuten gegen diese Deckung sehr gut gearbeitet, dann aber hat man das Fehlen der beiden Veteranen deutlich in den Angriffsbemühungen bemerkt, so SVW-Trainer Nagel. Burghausen reagierte zunächst gut und konnte sich gegen auseinanderfallende Altötting einen 18:10 Vorsprung erarbeiten. Die Gegenwehr auf TVA-Seite war schon fast eingestellt, das Spiel schien entschieden. Doch dann legten die Hausherren den Schalter um und starteten eine Aufholjagd. Wir haben ein großes Kämpferherz bewiesen, sagte Böhner. Großen Anteil daran hatte TVA-Keeper Stefan Weindl, der zur Höchstform auflief. Parallel dazu arbeitete die Deckung jetzt besser und setzte die Burghauser unter Druck. Auch vorne besannen sich die Altöttinger auf ihre Stärken, spielten klare Konzepte und erarbeiteten sich Chancen. Der TVA holte auf, Burghausen wurde nervös, die Halle explodierte bei jedem Tor. Wenige Minuten vor Schluss war das Spiel beim Stand von 20:19 wieder völlig offen. Besonders linksaußen Patrick Malz behielt die Nerven und verwandelte ganze 8-7 Meter sicher. Altötting erzielte den Ausgleich, doch Burghausen konnte zurückschlagen und ging bei 21:20 erneut in Führung. Der TVA versuchte noch einmal alles, doch Antwerpen scheiterte im Gegenzug an der Latte. Dramatik pur. Den Schlusspunkt setzte Nezat Bekric mit einem sehenswerten Dreher von der Außenposition. Das Spiel war entschieden. Burghausen triumphiert, Altötting war geschlagen. Aufgrund unserer dominanten ersten Halbzeit ist der Sieg für uns verdient, auch wenn die Schlussphase ein bisschen glücklich für uns war, sagte Oliver Nagel zum Abschluss. Markus Böhner war auf ganzer Linie enttäuscht. Kaum einer bei uns konnte heute seine Normalform abliefern. Burghausen hat verdient gewonnen. War das Spiel aus Altöttinger Sicht eine Enttäuschung? Das Event war für Böhner ein völliger Erfolg. Die Kulisse war überragend, das Ganze drumherum war top. Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt den Altöttingern nichts. Der TVA empfängt bereits am Samstag den Aufsteiger MTV Pfaffenhofen um 16:45 Uhr.